Also es ist wirklich so ein kleiner Rätseltempel. Ich liebe ja Rätseltempel. Aber ich hätte nicht gesagt, dass das so komplex sein könnte. Cool. Moin, Freunde, und damit begrüße ich euch wieder zurück zu Super Mario Maker 2 mit der Rudolf-Nase heute wieder. Ja, ich habe immer noch meine Erkältung und die wird auch erstmal so bleiben. Ich nehme ja ein Stück auf, ihr wisst es ja. So, aber wir machen jetzt den Blinkblock-Blupf. Bluff, bluff. Um den Truppkrabbelbau erkunden zu können, habe ich ganz viele Blinkblöcke platziert. Aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht, dass man das Ziel auch erreichen kann. Könnte das jemand mit gutem Gespür und Timing ausprobieren? Naja, wir sollten ja gutes Gespür aufweisen und vor allem gutes Timinggefühl, sagte er und stirbt. Hey, Ameise, sei doch nicht so böse. Oha. 1, 2, 3. Ah, sehr gut. Das Gefühl ist da, Leute. Also so ist es recht easy mit dem Z-Move. Weil dadurch kann man noch ein bisschen Zeit rausholen. Und ich glaube, das ist einfacher als nur zu normal zu springen. Ja, easy. Guck mal hier, was ist das? Vor allem hier kann man Wandsprünge machen. Okay, ich glaube, das Level könnte echt spannend und auch cool werden. Also ich habe echt gedacht, bei dem Level werde ich ausrasten. Mehr oder weniger. Weil ich halt diese Timing-Sachen nicht so gut beherrsche. Genau, nämlich so. Aber manchmal sind das einfach nur Fails. Mein Skill lässt sich manchmal unbeschreiblich weiterentwickeln. Hä? Okay, ich lauf einfach mal durch. Oh, 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 oh. Kann man bis rüber springen? Ich probiert mal nicht. Oh, hier müssen wir aufpassen. Okay, okay, okay. Easy? Noch ist es easy? Ich hab zwar Angst ein bisschen. Oh, verdammt. Oh, diese Ameise wollte mich gerade richtig hops nehmen. Kannst du aber verknicken, du. Ich lass mich hier nicht hops nehmen. Oh, wartet, wartet, Level? Okay. Das Ding ja recht schnell. Kann man mal so mitnehmen. Schön nochmal 200 Cash drauf. Fast. Beinahe. Aber hey, wir haben auf jeden Fall die 80%. Im Tal der Winde ist die nächste Mission. Nacht steht unter einem sternklaren Himmel, bevor. Es werden jedoch starke Winde aus westlicher Richtung erwartet und aus östlicher Richtung auch. Ihr Wetterdienst empfiehlt schnell, den Heimweg anzutreten. Oh, meine Nase, ey, die ist kaputt. So, oh, und das ist damit gemeint, wie cool. Und jetzt geht's gleich richtig ab, oder auch nicht? Gab's nicht noch viel stärkere Winde? Man darf auf jeden Fall nur, muss auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht stirbt. Also das sollte machbar sein, sagte er und springt in eine Galumba rein. Geil. Aber bisher ist es eigentlich recht cool. Aber nichts Besonderes, sagt er. Oh, Alter, was ist denn los? Skill, Leute, Skill. Aber ja, ganz ehrlich, ich glaube, mehr als herunterfahren ist das wirklich nicht. So, das war bum bum. Hä, ist das easy, das Level. Was ist da los? Nintendo, was ist da los? Du kannst leichte Level machen, alles klar. Oh, mit Cash. Nice. Wie gesagt, ein sehr einfaches Level, aber wie schade wurde uns gezeigt. Nochmal 200 Münzlis und wir kommen schon langsam an die 500. Toad, es wird Zeit für das schreckliche Wippenfest oder die schreckliche Wippenfestung. Wahaha, aus dieser Festung gibt es keinen Kommen. Um die Wippen richtig ausnutzen zu können, muss man schon etwas mehr Kampfgewicht auf die Waage bringen als Mario der Wicht. Easy, Leute, das kriegen wir hin. Ein paar mehr Pizzen, ein paar mehr Hamburger und dann hat Mario auch das Idealgewicht für das Level. Ne? Okay, also bis jetzt noch nichts Berauschendes oder irgendwas Spannendes passiert. Jetzt kommen wir aber in die Höhle, glaube ich. In den Tempel. Da war ein Triforce, habt ihr das gesehen? Leute, da habe ich erst zu spät gesehen an der Seite. Oha, und das uns erwartet sehr viel. Oh Gott. Das wird lustig. Alter, wie weit noch? So, was müssen wir machen? Ich glaube, wir brauchten den Koopa, oder? Ja, safe. Ah, okay, man muss einen richtigen Stups geben, bevor das funktioniert. Alter. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir den Schuh, den wir gebrauchen können. Für was? Oh, für mehr Kraft. Alles klar. Dann kommen wir auch easy hier hoch. Ja, lol.
Hier warte ich nochmal ab, genau, damit wir jetzt runterfliehen können und dann laufen können. Oh shit. Wartet. Ich glaube, da habe ich eine Idee. Oh, geil. Also es ist wirklich so ein kleiner Rätseltempel. Ich liebe ja Rätseltempel. Aber ich hätte nicht gesagt, dass das so komplex sein könnte. Cool. Hat wirklich viele kleine Details mit drin, die man so ja nicht bedenken tut im Spiel. Oh, warte mal. Hä? Hier komme ich nicht hoch, weil ich irgendwann noch machen muss. Aber wie? Nee, das funktioniert alles nicht. Was muss ich denn machen? Okay, ich verstehe gerade nicht, wie ich hier weiterkomme. Muss ich das so halten? Warte mal. Ah! Alles klar. Jetzt verstehe ich das. Oh, lol. Bitte nicht in meine Richtung laufen. Ich hasse es. So, wir probieren das jetzt nochmal. Ja, geil, Mario. Eindeutig zu leicht, der Junge. So. Nummer 2 geschafft. Ah, und so kommen wir schlussendlich hier hoch. Geil, und damit nehmen wir uns diese schöne Triforce mit. Ich finde es schön, eine Anlehnung an Zelda ist geil. Aber jetzt wäre auch das Ziel sehr verdient. Findet ihr nicht? Ich schon. Easy, geschafft. Und ich finde sogar, wir haben richtig gut abgecashed, Leute. Fast 300 Coins. Und damit ist einfach die westliche Kanone gleich fertig. Aber wir machen jetzt Ein- und Ausspurt. Oha. Jetzt heißt es Rennen, Laufen und Sprinten. Nur nach vorne, nie nach hinten. Halte Y gedrückt und verpasse keinen Schalter. Ein aus, mit Volldampf geht es immer weiter. Ach, das erinnert mich an diesen Level von dem Kirby Run, wo wir dasselbe einfach hatten. Mit Kirby, also mit der Kirby-Musik. Boah, und so leicht ist es gar nicht. Oh verdammt, das reicht nicht. Oh, knackig. So Leute, jetzt haben wir es aber. Jetzt geht's hier richtig rund. Easy gemacht nach dem dritten Versuch. Nice. Und übrigens stehe ich auf diese Level. Ich finde die richtig geil. Davon könnten ruhig noch mehr kommen. Das ist nämlich nur sein Skill weiter aufbauen. Mehr ist es nicht. Und wir haben die Kanone fertig. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der Turm, oder? Bestflügelkanone fix und fertig. Zum Abschuss bereit. Man müsste ein neues Wort erfinden, um zu beschreiben, wie perfekt sie geworden ist. Wäre es mit Unerstaunen Fantasto prächtig. Wie gesagt, das Dach soll jetzt endlich fertig sein. Und das ist das Letzte, was wir noch am Gebäude machen können. Aber natürlich ist es noch nicht für uns das Letzte, denn wir haben noch einige Missionen zu machen, die ich gerne nicht vorenthalten möchte und euch natürlich zeigen will. Aber das kommt jetzt immer nach und nach. Erstmal Buhu Ringelreigen. Ein Anblick, den ich einst auf einem fernen Stern sah. Buhu-Ringe, überall, groß und klein, langsam und schnell. Oder habe ich das nur mir erträumt? Egal, ich habe es für dich möglichst originalgetreu nachgebaut. Oh mein Gott, warum? Einfach dem Buhu-Kreis folgen und in der Mitte bleiben, sagte ich. Ja, gut. Geil, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Pilz. Wir müssen halt versuchen, wirklich im Ball zu bleiben, ne? Also im Kreis der Buhus. Yo, GG. Speed-Buhus. Die kommen zurück. So, und jetzt gehen wir hier, ignorieren wir den blöden Buhu-Kreis und hauen einfach ab. Die Kanone wird nicht feuern. Das ist schon mal positiv. Ich sehe aber da was ganz Ungeiles. Yo, wie schnell sind die denn? Lol. Seht ihr das auch? Die können sie groß und klein machen. Wie geil ist das denn? So, aber die Hälfte des Levels ist schon mal gepackt. Oh Gott. Ja. Siggi. Dankeschön für den Pilz. Ehre. Aber ich wusste ja nicht, dass ein Buhu-Kreis auch entstehen kann. Einfach so. Man lernt immer neue Dinge. Man muss ehrlich gestehen. Oh Gott. Also manchmal denke ich mir auch so, was haben die Entwickler eigentlich gedacht sich bei dem Level? Um drauf nochmal 300k. Jo, ich bin schon wieder bei anderen Welten. 200 Münzen. Und es geht weiter mit dem wuchernden Wildwuchs. Oh Jüngelchen, ich habe einen Fehler gemacht, Kriech-Piranhas in meinem Garten zu pflanzen. Jetzt wuchern sie alles zu. Wer wagt es sich Unterwelt und rottet die garstigen Biester aus? Da sehen wir schon Marius. Neuer Job. Pflanzenkiller. Oder um genauer zu sein, ist er der... Wow! Oder um genauer zu nehmen, wollte ich sagen, ist er der Unkrautvernichter.
weil jedes Unkraut, was er sieht, muss vernichtet werden. So, jetzt schnell. Zack, zack, ziemlich zügig. So, easy, da kommen wir durch. Also wir müssen eigentlich nur durchkommen, ohne die Pflanze zu killen. Das ist machbar. Aua. Egal, Checkpoint, Leute, Checkpoint. Aber in meinem Ernst, wieso wachsen hier unterirdisch so viele verkackte Pflanzen? Oh, ohne Witz. Das ist ja schon Masse, was hier ist. Oh Gott, das war richtig knapp. So, einfach durch. Holen wir uns die 10er-Coin? Wir holen uns die 10er-Coin. Easy, Leute. Wir können ja nicht immer alles verpassen. Ich hätte jetzt gelacht, wäre ich gestorben wegen Wasser. Wäre ich einfach gestorben, weil ich im Wasser gefallen wäre. Das wäre so traurig, ey. Oh Gott. So, nochmal oben drauf sind's 129 Münzen. Oha. Alter. So, was kommt eigentlich jetzt nun danach? Also, wir sind bei 88%. Ich schätze mal, wir kommen wirklich auf die 91, 92. Und was dann? Mehr fällt mir eigentlich nicht ein. Egal, Schutzengel Schlangenblöcke. Unsere neue Unterwasser-Schlangenblöcke-Forschungsanlage hat eröffnet. Hier erforschen wir die ganze neue Einsatzgebiete für den guten alten Schlangenblock. Schließ dich uns an und erlebe Schlangenblock-wissenschaftliche Abenteuer hautnah. Ganz ehrlich, wer mag Schlangenblöcke? Seid ehrlich in den Kommentaren, wenn ich jemanden sehe, der das nicht mag, da denke ich mir auch so, okay. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich bin echt zufrieden, die Schlangenblöcke zu haben. Leute, helfen ja ihnen. Okay, ich hab nichts gesagt, ich liebe Schlangenblöcke. Oh Gott. Sehr sozial, die Schlangenblöcke, muss man einfach sagen. Oh, geil, ein Helm. Oh, warte mal, die blauen waren schneller, ne? Oha, gut, dass die Blöcke so schnell sind. Oha, warte auf mich. Oha, Alter. Speed. Oh, warte mal, oh, geil. Das Level war cool. Und es hat mal keinen Schlangenblock-Frust gegeben. Dafür kann man doch einen Daumen nach oben da lassen, nicht wahr? Würde ich auch sagen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, ich werde bald gesund. Das hoffen wir, denke ich mal, alle. Und wir sehen uns sonst im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, wir lassen uns quälen von Super Mario Maker 2. Bis denne und ciao.